Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Runde mit Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Das wollte ich schon sagen, ich sage hallo, ich bin der Gregor und dann könntest du einsteigen. Du hast schon die Handbewegung gemacht, ne? Ich bin der Fabian. Heißt es wirklich Metal Gear Solid 5 Ground Zero? Das heißt nur Metal Gear Solid Ground Zero. Nein, es heißt oder? Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Das stimmt doch gar nicht. Du kannst gerne mal nachschauen. Es ist Metal Gear Solid 5. Du hast recht, ich habe noch hier die Presseaussendung dazu liegen. Wenn ihr das Spiel seht, gibt es das schon. Es gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich alle ein bisschen unterscheiden. Genau. Wir spielen aber die einzige heute, die was taugt. Naja, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist gemein. Aber es ist schon die, die zu präferieren wäre. Ja, das Spiel kommt, wie viele Sachen, wenn dann eine neue Konsolengeneration ist, Cross-Generation. Mhm. Es gibt die für die alten Konsolen, PS3, Xbox 360 und für die Xbox One sowie PlayStation 4. Die PlayStation 4-Version, soweit ich das sehen konnte, ist aber die einzige, die volle 1080p Full HD hat und 60 Bilder pro Sekunde verglichen insgesamt. Das mag jetzt für die Hardcore-Nerds dann am wichtigsten sein, die jeden Pixel einzeln dann zählen können am Fernseher und dann gucken, aber zumindest ich wusste es zu schätzen. Weil ich finde auch, also gerade 60 Frames macht immer einen ganz schönen Eindruck. Wie ist es bei Xbox One? Ist da die Auflösung geringer oder die Frames? Ich glaube beides sogar. Ne? Also läuft es nicht mit 60 Frames? Es läuft, also ich habe jetzt die Xbox One-Fassung noch nicht in freier Wildbahn gesehen, nur diese Vergleichsvideos, die es im Internet gegeben hat. Und soweit ich das im Kopf noch habe, ist die Auflösung nicht ganz bei 1080p, sondern irgendetwas halbes Krummes. Weißt du, es gibt ja öfters mal ein paar Spiele, die auf der One ein bisschen drunter sind, was die reine Auflösung angeht. Und die Framerate soll auch eben nur bei 30 statt 60 liegen. Okay. Was vielleicht nicht so ultra schlimm ist, selbst bei 30, denke ich mal, ist es schön flüssig, aber ich wusste es jetzt endlich mal wieder zu schätzen, nachdem man so lange Zeit 30 Frames Spiele gespielt hat. Mhm. Und bei den alten Konsolen ist es generell so, dass die, glaube ich, nur 720p mit 30 Frames haben. Die haben wir auch noch nicht hier. Wir haben nur die PS4-Version zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal, vielleicht nochmal dazu sagen, wir haben es beide jetzt schon durchgespielt, was jetzt nicht so die Mörderleistung ist. Ich hab mich nee, Mörderleistung kann man es nicht so nennen, aber wir werden das ja gleich ausführen, während der Vorspann dort läuft und mal ein bisschen genauer darüber erzählen. Wir starten hier einmal mit der Hauptmission. Übrigens im Hauptmenü, da sieht man, es gibt nicht nur Ground Zeroes, das, was draußen auf der Packung draufsteht, sondern auch diverse Bonusmissionen, die sich in der gleichen Location dann sozusagen dann erleben lassen. Nur die sind dann losgelöst von der Geschichte und da gibt es so einzelne Aufträge, wo hier Naked Snake, Big Boss dann los kann und ein bisschen hier den Action-Macker raushängen lässt. Ja, ich glaube, je nachdem, es ist ein bisschen, gibt es ein paar Action-Missionen, es gibt auch Schleichmissionen, die sind aber relativ kurz, aber das Hauptding, Ground Zeroes, das gucken wir uns jetzt an. Genau. Und ich weiß nicht, wollen wir das Intro lassen am besten ohne Gelaber laufen, ich weiß, ich hätte jetzt fast eher gesagt, lass uns da einfach mal drüber quatschen. Es gibt ja auch Untertitel, mit denen man das jetzt hier erkennen kann und es gibt mehr als genug zu erzählen über Spiel. Ansonsten sitzen wir jetzt hier 5 Minuten und warten andächtig darauf, dass es... Vielleicht schon mal vorab, ich fand, zumindest jetzt hier bei Ground Zeroes, da hat man nicht so den Zwischensequenzen Overkill. Also innerhalb der recht kurzen Spielzeit ist auch wirklich viel reine Spielzeit. Es hält sich so ein bisschen zurück, abgesehen von Start und Ende, wo die halt sehr zwischensequenzenlastig sind. Ja, aber so mit lastig ist hauptsächlich gemeint, dass es so anderthalb, 2 Minuten so ein paar längere Sequenzen gibt. Ich glaube, das ist hier das längste, was man gleich sieht. Der Start mit so 4, 5 Minuten, die dann hintereinander einmal einführen, wie das Spiel anfängt. Ich denke, dass wir beim finalen Phantom Pain, Metal Gear Solid 5, das draußen ist, strukturell das ein bisschen ähnlich haben, dass wir auch zwar dann lange Kojima-Cutscenes haben werden, zwischendurch drin, aber zum Beispiel diese Codec-Gespräche, die dann einen nicht unbeträchtlichen Teil der alten Spiele eingenommen haben. Hier ist es ja mehr auf Kommunikation mit deiner Basis, die dann dir im Ohr liegt und du über L1 mal ein paar nützliche Tipps zuschalten kannst oder die dir ein bisschen Infos über die Gegend dann reinfüttern und weiterführende Sachen erzählen. So wird es eher sein, ne? Du hältst nicht mitten im Kampf an und dann... Ja, was? Was alte Godzilla-Filme? Was redest du jetzt 20 Minuten drüber? Ich bin mitten im Bosskampf. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Zugeständnis einfach an Spielekonventionen, wie die heute sind, dass die Leute nicht mehr immer stehen bleiben wollen und dann so einen Dialog lauschen, sondern dass das alles mehr in das Spielgeschehen integriert wird. Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur das, sondern allgemein, so wie ich das bemerkt habe, also du hast ja schon erzählt, wir beide haben es jeweils durchgespielt. Ich habe mich gestern nochmal hingesetzt und wirklich so ziemlich den ganzen Tag dann nochmal die Mission hier nochmal gemacht, die Bonusmission und die Hauptmission nochmal rumprobiert und es fühlt sich an wie ein Action-Game von heute, was so den Grad, wie die Geschichte im Laufe des Spiels mit verbaut ist, ne? Dass es nicht so viele Stops gibt, sondern dass die Geschichte beim Spielen sozusagen dort auch passiert und auch was so Shooter-Konventionen, Steuerung aus der Perspektive selber lenken, reinzoomen, rauszoomen und so weiter. Ich fühle mich eher wie bei einem modernen Shooter als bei einem Metal Gear und das muss nicht Schlechtes heißen, weil genau die Steuerung war immer eher das Problematische bei den Metal Gears. Ja, das stimmt. Die war umsonst, nicht umsonst, aber die war immer recht, da man viele Sachen machen konnte, sehr verkopft. Ich muss mich mit der X-Taste hinlegen, aber wenn ich sie nicht lang genug gedrückt halte, knie ich mich nur hin, dann muss ich aber aufpassen. Im Knien konnte man früher nicht laufen, sondern hat man sich danach hingelegt. Moment, ich will mit gezogener Waffe laufen, dann muss ich Viereck drücken, dann X leicht gedrückt halten, aber nicht bevor ich den Stick nicht nach oben lenke, weil ansonsten legt er sich hin mit der Waffe in der Hand. Also das ist schon schwieriges Zeug gewesen, da hat man keine Probleme für mich gefühlt jetzt. Ich konnte von Haus aus sofort hier gleich dort mit rein. Ja, zur Geschichte kurz, kann man das hier aussehen, was wir hier sehen. Wir befinden uns auf einer Militärbasis. Es ist Mitte der 70er Jahre. Das Game spielt nach Metal Gear Solid Peace Walker, kurze Zeit darauf. Peace Walker, ja, eines der vielen Metal Gear Spiele. Was Metal Gear ganz gerne macht, ist, dass die nicht chronologisch ihre Spiele zeigen, sondern die haben diese große, breite Vorgeschichte. Ne? Die aktuellsten Spiele liefen ja irgendwann im Jahr 2010, 2015 oder sowas. Und die sind ja irgendwann dann zurück in die 60er, in den Kalten Krieg gegangen, wo man den Ursoldaten Big Boss gezeigt hat, wie der zum größten Söldner der Welt geworden ist und aus seinen Klonen kam dann später Solid Snake, wie das alles heißt. Wir sind mittlerweile bei Big Boss, dem großen Ursoldaten, der in den 70ern seine Söldnertruppe gegründet hat, namens Foxhound oder auch bekannt als, da gab es noch einen französischen Namen irgendwie. Nicht Les Enfants Terribles, das war was anderes, sondern die waren aber auch aus Metal Gear, Soldiers, oder? Ja, die Les Enfants Terribles, genau, Soldiers Without Borders oder Sans Frontières, auf jeden Fall. Die Gruppe von Big Boss ist sozusagen eine große Söldnertruppe, die aber eher fast schon wie so ein Kleinstaat auf einer Bohrinsel sich zusammengesammelt hat und dann in den Krieg zieht für verschiedene Länder und so weiter. Daraus haben sich dann später die ganzen Geschehnisse entwickelt. Und hier ist es so, dass dieser Zusammenschluss schon entsteht oder besteht seit einigen Jahren und dann auf einer Insel vor Kuba, da ist ein amerikanisches Militärgefängnis, ein bisschen wie Guantanamo Bay, da sind zwei der Leute, die zu diesen Soldiers Without Borders oder so dazugehören, gefangen, namens Chico und namens Paz. Genau, und das sind eher so, also bei Chico kann man sagen, ist glaube ich noch ein Kind und Paz ist glaube ich so ein bisschen älter soll sie sein und es geht im Grunde genommen nur darum, jetzt innerhalb dieser Ground Zeroes Mission die beiden dazu befreien. Man wird hier gleich als Big Boss abgesetzt, wenn man hier noch sieht, wie Skullface, das ist ein vermeintlicher neuer Bösewicht, wie der jetzt quasi die Insel verlässt, nachdem er vorher mit Chico da gesprochen hat. Und dann steigt man quasi mit Big Boss ein. Genau, also eigentlich so relativ einfache Voraussetzungen. Hier ein Tag wie jeder andere für einen Söldner, eine Rescue-Mission dieser zwei Personen. Im weiteren Hintergrund, Chico und auch Paz tauchen beide länger in Peace Walker, Metal Gear Solid Peace Walker, dann dort auch, wer über die gerne mehr wissen wollen würde, schaut sich dann entweder die originale PSP-Version an oder das HD-Remake, wo der Titel ja mit dabei ist auf PS3, Xbox und Vita, Xbox 360 und Vita. Im Grunde ist das aber auch so ziemlich alles, was storymäßig abläuft. Wir bekommen einen der potenziellen Bösewichte für das vollständige Metal Gear Solid 5 vorgestellt mit diesem Skullface. Wer genau es sein soll, kann ich jetzt nicht wirklich dann absehen oder erraten. Man muss ja immer dann denken, okay, es gibt so viele Leute bei Metal Gear und Metal Gear Solid. Wird aus dieser Person diese Person oder ist das eine Maske vielleicht dort? Also so rein spekulativ. Es gab ja auch diesen Psycho Mantis dann in Metal Gear Solid 1. Der hatte ja auch ein ziemlich vernarbtes Gesicht. Nur der wäre dann viel zu jung, wenn es der hier wäre zum Beispiel. Er sieht ein bisschen aus wie so ein Locust aus Gears of War, hat er mich daran erinnert. Ja, oder auch Freddy Krüger ein bisschen so dann gesichtlich. Referenzen. Was diese ganze Nummer hier soll, anscheinend Skullface mit dieser Organisation, die sich XOF oder XOF nennt, was das Foxhound-Logo nur gespiegelt ist. Dann drauf, irgendwelche Bewandtnis wird das auch haben, aber anscheinend gibt es zu den Soldiers Without Borders eine Kontergruppe, die wohl zu den Antagonisten hier zählt. Also du hast es ja jetzt auch schon so sehr aufs Wesentliche runtergebrochen, worum es jetzt hier geht. Ich finde aber, dass es gibt sehr viel, was man sich noch anlesen kann hier im Spiel in Form von Textfiles oder auch von Audiologs. Und die ganze Geschichte außenrum ist schon sehr, sehr aufgeblasen. Das ist ja auch, da wird sehr viel in realen Konflikten verortet, so mit der ganzen Kuba-Krise damals. Und das ist schon alles auch sehr, sehr kompliziert und verwirrend. Und ich glaube, wenn man das jetzt hier auch spielen würde, ohne dass man jemals was von Metal Gear gehört hat, dann ist das alles schon sehr erschlagend, was man da um die Ohren gehauen bekommt. Ja, dann, genau, ich glaube, man sollte dann einfach, wenn man Neuling zu dem Ganzen ist und man kann auch mit dem 5. Teil in die Serie einsteigen, aber es ist dann schon Metal Gear Solid 5, das sich primär an die langjährigen Fans dann richtet, was die Story-Sachen angeht. Ich hätte als Neuling auch nicht besonders viel Bock, mich jetzt in extra Textfiles hier zu bemühen und die Story nachzulesen. Das hat ja beispielsweise bei Final Fantasy 13 auch beschissen geklappt, dass in den Cutscenes nichts erzählt wird und du dann irgendwelche Logs lesen musst und weitere Nummern dort abziehen. Ich würde es für mich gefühlt einfach eher anmachen und versuchen, ich fühle mich da rein, mal sehen, mich eher auf die wesentlichen Konzepte, Ideen reduzieren. Für mich ist das eine Befreiungsmission, woher Big Boss kommt, wo Paz, wo die anderen dann dort dann hergekommen sind, ist fast schon irrelevant. Hauptsache Big Boss, große amerikanische Militärbasis hier, die anscheinend nicht von der Regierung sanktioniert ist, und gucken wir mal, was wir dort anstellen können. Genau, ich würde sagen, du spielst mal, du bist ja schon ein bisschen, hast das Spiel ja noch länger gespielt als ich, und wir schauen einfach mal, wie weit du jetzt hier kommst. Es gibt, also wir haben es ja schon gelesen, es gibt da auch schon Videos zu, dass Leute können das sehr, sehr schnell durchspielen. Also teilweise, ich glaube, in so einer geringen zweistelligen Minutenzahl kann man das durchaus schaffen. Der schnellste, den ich gesehen habe zuletzt, war 10 Minuten, aber das ist auch nicht indikativ dafür, was für Umfang in dem Spiel hier drin ist. Ob es jetzt Umfang sich dem gegenüber rechnet, wie viel das Spiel dann kostet. 20 bis 30 Euro jeweils in den Kauf- und Download-Versionen. Das werden wir, glaube ich, noch ein bisschen ausdiskutieren. Ja. Aber ich versuche mal so weit zu kommen, wie es geht, und dabei parallel ein bisschen was aus dem Spiel zu zeigen. Genau der gleiche Satz bei Metal Gear Solid 2 übrigens auch gewesen. Also schon erwähnt, gestern nochmal durchgespielt, da ist mir das gleich wieder ins Auge gesprungen. Ja, und falls ihr das vielleicht im Hintergrund dann noch vernommen habt, der langjährige Sprecher von Solid Snake oder Big Boss, seinem Väterlein, seinem Samenspender sozusagen, das ist nicht mehr David Hayter, der das seit knapp 20 Jahren fast schon auch gemacht hat, sondern Kiefer Sutherland ist jetzt dabei, der Hollywood-Schauspieler Jack Bauer, der Typ, der gerne mal besoffen ohne Hose in Weihnachtsbäume springt. Was? Nach diversen YouTube-Videos. Das stimmt doch nicht. Der ist ein... das ist ein Superheld, Jack Bauer. Jack Bauer ist ein Superheld, genau. Kiefer Sutherland ist ein lustiger Trinker. Der viel Schwachsinn anstellt. Zumindest, ich mag Kiefer Sutherland als Schauspieler und speziell als Jack Bauer sehr gerne, und habe mich gefreut, dass er hier mit dabei ist. Wie sich das anfühlt, muss jeder für sich selbst entscheiden, weil schon nach 20 Jahren die Stimme auswechseln ist auch ein bisschen anders. Genau, also Big Boss wurde jetzt hier abgeworfen. Ich bekomme dann von Kazuhira Miller, glaube ich, will mal Kazunori sagen, aber das ist ja der Yamauchi aus Japan. Das ist mein Kontakt mit der Basis, der immer über den Knopf im Ohr mit mir in Verbindung steht. Der gibt mir jetzt erstmal erste Tipps, wie ich in der Basis mich umsehen kann. Ich kann mit R1 das Fernglas zuschalten, dass wir in mehrere Stufen dann reinzoomen. Was ich gemacht habe, hier unten, man sieht, der Gegner, den kann ich jetzt quasi in der Silhouette durch die Wand sehen und hatte auch das drüber markiert. Ich kann mit dem Fernglas Leute markieren. Hier hinten zum Beispiel. Wir sehen, da steht einer, ein bisschen länger draufbleiben, der ist jetzt auch markiert. Die werden jetzt für die Dauer, solange die auf der Insel hier herumvorwerken, ich habe so eine Art Computer dabei, immer markiert sein. Allerdings nur, glaube ich, solange du nicht rennst. Du musst, glaube ich, stehen bleiben. Genau, Rennen wäre... Moment, hier habe ich noch zur Auswahl eine weitere Waffe, die ich nehmen könnte. Das mache ich mal, weil wir das schon einmal durchgespielt haben. Eine Uzi mit Schalldämpfer ist mit dabei. Jetzt renne ich. Nee, ich kann es immer noch sehen. Okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung gehabt. Ein Grund dafür ist ja auch, dass man jetzt dieses Markierungssystem hat, weil es gibt nicht mehr den typischen Metal Gear Radar irgendwo in der Ecke, wo man immer sieht als kleine Punkte sich selbst und die Gegner. Das ersetzt jetzt quasi dieses neue System. Ist genauso noch so ein paar andere Neuigkeiten, die einfach sich ein bisschen an anderen modernen westlichen Spielen orientieren. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das hier sehen werden, weil du ja hoffentlich nicht entdeckt wirst. Aber da gibt es ja jetzt auch immer so eine Markierung, dass man sieht, aus welcher Richtung kann einen gerade jemand sehen. Und dann muss man sich schnell wieder aus dem Staub machen, bevor die Anzeige von weiß zu rot wechselt, weil dann wird der Alarm ausgelöst. Diese Radarnummer ist Oh, warte mal, ich gehe nochmal kurz zurück und mache den Scheinwerfer dort weg. Ich habe gerade den Typen am Scheinwerfer, bin an dem Kegel vorbeigelaufen und dann vorsichtig nach oben gemacht, dass der mich nicht mehr ins Visier hier nehmen kann. Die Radarnummer ist schon seit ein bisschen längeren, bei den alten Spielen, da es damals ja nicht so fortgeschrittene Technik gab, haben sie schon rausgenommen. Da hat man solche Bewegungsmelder, die ein bisschen in der Tasche vibrieren sozusagen oder den Rumble auslösen als Alternative. Stimmt, ja. Jetzt zu bemerken, hier wurde tatsächlich dieses fast schon, also man kann sich drüber streiten, ob das fast nicht schon zu viel des Guten ist mit dem Markieren und dann immer auf der Karte dort sehen können, die Gegner. Mich hat es an The Last of Us erinnert. Ja, weil dort ja, das stimmt, das ist genauso mit dem, dieser Hörmodus. Genau, du musst hier einmal die Infizierten dort im Blick haben und dann hast du diesen Sonar oder sowas durch das Gehör, dass du die Silhouetten durch die Wand siehst. Und hier ist es ähnlich, dass du dann dein Gefühl entwickelst, wann kann ich wie, wo durch, wo sind die gerade. Und es laufen so 40 bis 45 von den Soldaten hier immer auf dieser Insel herum. Wir können uns das einmal hier auf der Map angucken. Aber da ändert sich nichts, oder? Wenn man es jetzt mehrfach durchspielt, die sind schon immer gleich positioniert, oder? Die sind immer gleich positioniert, aber die haben ihre speziellen Laufwege eben. Es können auch nochmal extra Leute hinzukommen, wenn man, also wir befinden uns gerade hier, da war unser Entry-Punkt, unsere Landezone und hier, das ist unser erstes Ziel, ein kleiner Gefängnisbereich, den wir im Intro gesehen haben. Hier auf der Insel gibt es nicht so enorm viel an Gebäuden. Hier ist so ein kleiner Komplex mit Lagerräumen, in die man nicht rein kann. Hier sind auch nochmal ein paar Container aufgestellt. Hier ist so ein kleines, ja, wie will man es nennen? Es ist Zeltlager, ist es nicht ganz, aber Zelte sind hier aufgestellt in der Grube da drin und hier ist das Hauptgebäude mit diversen Stockwerken oder so. Da kann man rein, genau. Es gibt hier zwei Stellen auf der Map, die hier, es ist dieser Weg und der hier, da kann man rauslaufen sozusagen aus der Map dort. Es gibt ein paar Missionen, wo man dann direkt, da sieht man auf der Weg, der führt durch diesen Kreis oder durch diese Abgrenzung hier durch. Dann kann man das Spielfeld verlassen und da ist die Mission vorbei, ja, je nachdem, ob das dann verlangt wird oder nicht. Aber eigentlich ist das alles, was man da hier machen kann. Okay. Die meisten sind positioniert, wie sie positioniert sind. Der dort unten, guck mal, der Typ sucht mich dort an. Ich versuche mal jetzt hier vorsichtig dann entlang zu gleiten. Keiner hat mich im Blickfeld. Die haben eigentlich eine ganz gute Sicht, die Leute. Nicht nur durch die... aufgefallen, ja. Jetzt zum Beispiel wirst du gesehen. Jetzt wurde ich zum Beispiel gesehen, genau. Schon habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. So. Aber das heißt, einer hat mich bemerkt. Nicht, dass er mich noch nicht konkret sieht. Und jetzt habe ich ihn zum Beispiel ein bisschen verloren aus dem Blickfeld. Der weiß, also der dachte, der hat mich gesehen, hat mich jetzt noch nicht gesehen, aber eventuell geht er dorthin und untersucht. Ja. Ja, der ist jetzt, mal sehen, das war wahrscheinlich der hier, der mich gesehen hat. Mal ein bisschen vorsichtig, guck mal, der guckt auch in die Richtung. Ich will mich da jetzt nicht dann entlang schleichen. Jetzt kommt auch noch mal ein Auto vorbeigefahren. Ich hätte diese Straße da hinten entlang gehen können, dann zum Gefängnis runter. Nur, da ist direkt der Scheinwerfer und da kann man sich so schlecht dran vorbeimogeln. Deshalb werde ich mal versuchen, dass der Johnny jetzt hier weggeht. Was man hier nicht mehr machen kann, ich kann nicht klopfen. Das geht gar nicht. Das Klopfen geht nicht mehr. Nein. Doch, werfen kannst du. Du bist darauf angewiesen, hier die Magazine zu werfen. Ach so, okay, das habe ich nicht gemacht. Und dann mache ich zum Beispiel mal den hier. Was ja durchaus Sinn macht, weil du unendlich Munition hast, wenn ich das richtig sehe. Da unten. Ich habe unendlich Magazine, nicht unendlich Munition. Das ist das Ding. Aber, ja. Was auch ein bisschen strange ist. Warte mal, ich muss mal gucken, dass der Typ mal ein bisschen... Oh, es ist noch zu weit für den, ne? Ich muss das ein bisschen anders machen. An dem komme ich hier nicht vorbei. Dann muss ich mal die andere Seite probieren. Ich hätte mir gleich greifen sollen hier und nicht so lange erklären. Dann hätte ich den schon längst erwischt und ausgenockt. Hier kann ich nicht rein, hier kann ich hoch, aber dann werde ich wahrscheinlich von den Leuten da oben auf dem Dach gesehen. Ah, schwierig hier, schwierig, schwierig. Da muss ich hier abwarten, bis der Typ sich mal umdreht. Also ich wäre da einfach außenrum vorbeigelaufen. Das habe ich auch da so gemacht. Ja. Aber muss deine Entscheidung. Ich möchte mal erfolgreich mit diesem scheiß Magazin ablenken. Da, jetzt hat er es bemerkt. Jetzt laufe ich vorbei. Oh. Gute Idee, nicht so gute Idee. So. Ich hatte am Anfang auch Angst, oh, da ist Stacheldraht. Kann ich da vorbei, kann ich nicht vorbei? So, warte mal, hier müsste noch einer stehen, genau. Hier haben jetzt eine Diskussion. Guck, deswegen, ach so, ja, okay. Ja. Das hatte nur damit zu tun, dass man sie nur markieren kann, wenn du stehen bleibst. Genau, also eigentlich, ich bräuchte, glaube ich, das... Oh, das Fernglas nicht. Da war ich gerade in einem Scheinwerferlicht, man hat es auch gesehen. Da fühlt man sich gleich, oh Gott, was ist denn hier los? So, jetzt habe ich mich an denen vorbei bewegt. Hier müssten auch welche sein, ne? Da ist einer. Okay. Kann ich das vielleicht mit dem Magazin dann weiterhin machen? Hm, das ist zu klein. Scheiße. Dann... Oh, jetzt hat er mich gesehen. Uiuiui. Uiuiuiui. Gleich können wir neu starten. Nein. Der geht jetzt dahin und sagt zu seiner Basis, ich hab... Licht. Oh, jetzt wurde ich zweimal gesehen. Jetzt habe ich natürlich das falsche Magazin. Oh. Ja, das würde dir sicherlich viel helfen jetzt. Okay, jetzt bin ich angeschissen. Okay, das hat nicht geklappt. Mal ein bisschen Rambo hier. Da ist das Spiel, glaube ich, ein bisschen nachsichtiger geworden, oder? Man kann sich jetzt schon eher auch mal durchballern, wenn man Bock drauf hat. Auf normal auf jeden Fall. Also du musst immer noch dann bedenken, dass du... Man sieht es auch hier, ich werde hier gerade getroffen. Aber es gibt ja eine Autoheilung jetzt. Genau, ich werde hier getroffen und eigentlich muss ich hier nur abwarten und jetzt ist meine Energie wieder voll. Man hat... im allerletzten Moment noch die Möglichkeit, dass man so eine Art Heilspray dann verwendet. Nur wo das herkommt, keine Ahnung. Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also vorher hast du ja immer die Ration gehabt, du musstest sehr genau auf deine Energie aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich da so positiv oder negativ diesem Punkt gegenüber eingestellt bin. Sehen können die mich nicht. Noch nicht. Also dass er die jetzt nicht sehen kann? Doch, konnte er. Ich habe mich nicht geduckt. Und dafür musst du sterben. Uiuiui. Lass mich durch. Jetzt muss ich eine Stelle finden, wo ich... Ne, schon geheilt. Normalerweise habe ich mich da immer geduckt und dann war es gut. Aber ich töte die erstmal. Du spielst aber auch sehr offensiv, Gregor. Ja, gut. Jetzt ist alles egal. Nein, alles egal zumindest. Also, du hast ja schon erwähnt, es ist recht verzeihlich im Moment. Und du hast ja auch noch diverse Schießhilfen, diese Superzeitlupe, die noch zugeschaltet war. Dass du die Gegner einigermaßen gut wegzimmern kannst. Leg mich mal ins Gras. Mal sehen, ob das reicht. Warst du noch im dritten Teil, wo es noch diese ultra komplexe Anzeige immer gab, mit dem, je nachdem welches Kostüm man anhat, in welcher Umgebung, da gab es so eine Prozentanzeige, wie gut man sichtbar ist und nicht? Genau, die Camouflage-Anzeige, wo du meinst, schmier ich mich noch was ins Gesicht, damit ich genau gut zum Boden und so weiter hier passe. Auf normale sind die relativ umgänglich noch, ne? Wenn du nicht gerade flankiert wirst von x-fach Leuten gleichzeitig. Die sind jetzt gleich im Alert-Modus oder Suche wird durchgeführt. Sie ziehen sich zurück. Das heißt, jetzt kann ich mein Ziel eigentlich angucken. Zum Glück wusste ich schon, dass der das ist, der hier ist. Ja, ich habe auch erstmal ungefähr 7 falsche Leute angelabert. Ja, ich hatte zum Glück mich dann oben auf den Aussichtsturm da hinten da drauf gestellt und da kannst du mit dem Scheinwerfer darunter und beim einen erwähnt er, ist das Chico? Okay. Und dadurch habe ich gewusst, dass ich gleich dann dorthin muss. Übrigens auch, ich fand's, also ich weiß nicht, was der Hintergedanke dort ist, aber warum hat er den Anschluss seiner Kopfhörer, die er dort trägt, wieso ist der in der Brust? Das habe ich auch überhaupt nicht kapiert. Vielleicht damit er seinen Herzschlag hören kann. Das Problem ist, wenn er nur so einen Backkontakt hat, kann sich kein neues Herz kaufen, ne? Wie wir einen neuen iPod dann kaufen müssten manchmal. Dass das zusammenkommt. Aber ihr habt gesehen, ne? Also jetzt auf normal, auf Extreme oder den höheren Schwierigkeitsgraden zum Ausloten, die werde ich dann auch noch probieren und mich da mal rüberquetschen, ist es zumindest dank der guten Steuerung, dank der etwas nachgiebigen Waffen eigentlich auch ganz gut, dass man sich relativ leicht wieder von denen entfernen kann. Man muss noch einen guten Punkt finden und das machen und ist dann höchstens angeschissen, wenn man irgendjemand anderen im Schlepptau hat. Ja, und dann hast du ja jemanden auf dem Rücken, den du dann trägst und hast nur die kleine Waffe, die du benutzen kannst, nicht die große AK und schon wird es schwieriger. Und dadurch, dass ich jetzt in der ganzen Ballerstimmung dort gewesen bin, hätte ich dieses verdammte Magazin nicht gehabt. Ne? Ich wäre entdeckt worden von dem Typen, hätte den mit dem Schalldämpfer 2, 3 dann verpasst, der wäre oben auf dem Scheinwerfer dann umgefahren und hätte noch keinen benachrichtigt. No. Und schon wäre es okay gewesen. Und hier auch, da dachte ich, Alter, was haben die denn da gemacht? Muss ich das gleich hier zeigen, aber das ist ja zum Glück nicht ganz so extrem, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, der ist so mal durch die Füße durch festgedübelt am Boden. Dachte ich auch, ja. Also irgendwas haben sie mit dem gemacht. Aber ist er glaube ich nicht, weil er kann ihn ja auch. Ich dachte, ich muss mir jetzt irgendwo so und gehe zu dem Punkt und finde einen Schraubenschlüssel. Ja, so ein Sechskantschlüssel. Genau, damit du wie von Ikea irgendwo noch im Regal rumliegen, damit du den Chico da abschrauben kannst aus der... Aber eigentlich ziemlich schlau, wenn die Leute sowas machen würden, wenn sie da in Käfige setzen, dass sie sie am Boden festdübeln würden. So wie ich Kojima kenne, ist das wahrscheinlich irgendwas, was sogar wirklich passiert ist, dass das als Detail hier stattfindet. Was ich jetzt erstmal machen muss, das ist Chico, der ist zwar gerettet, aber auch eigentlich noch nicht wirklich gerettet. Ich muss den zu einem Punkt bringen, wo der abgeholt werden kann. Guck mal, jetzt bin ich auch noch im Blickfeld von einem der Soldaten dort, aber entdeckt hat er mich noch nicht. Er hat mich nur im Blickfeld gehabt. Ich entferne mich aber so schnell genug vor ihm, dass hier im Moment das noch nichts ausmacht. Da hinten sieht man dieses Viereck, was angezeigt wird. Da kann ich gleich mit dem Menü einen Helikopter anfordern. Das mache ich schon mal. Dann dauert es nämlich umso weniger, bis er ankommt, bis wir da sind. Es gibt eine Handvoll Stellen, inklusive der, wo wir angekommen sind. 4 sind es insgesamt, wo man einen Hubschrauber hinbestellen kann. Kann man die auch benutzen später, wenn man Paz ich benutze fast nur die eigentlich. Auch mit Paz ist es wesentlich einfacher, als jetzt den Hubschrauberlandeplatz mitten in der Station, wo ohne Ende Soldaten da habe ich einen von benutzt, aber deswegen habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen gebraucht, um da hinzukommen. Ja, es ist schwieriger dort auf jeden Fall, weil du immer einen stetigen Strom an Soldaten dann hast, die dazukommen. Ich glaube, du musst ihn einmal ablegen jetzt. Achso, ja, stimmt. Sonst triggert sich das nicht. Ja, Chico war unser erstes Ziel, was wir gesucht haben, und der sagt uns jetzt, wo ist Paz? Ich habe keine Ahnung, aber hör mal zu, bitte. Keine Ahnung, wie das damals möglich war. Mit meinem Walkman konnte ich nicht aufzeichnen, aber mit Sony Walkmans funktioniert das wahrscheinlich sehr gut. Ist das ein Sony Walkman? Ist natürlich alles Sony dort. Ich finde übrigens, dass... die Grafik und so gefällt mir gut, aber auch wenn du hier ihn so anguckst, sein Gesicht und seine Klamotten, teilweise ist es auch so ein bisschen zu sehr auf dieser Nass- und Glanz-Effekt meiner Meinung nach gesetzt, auch wenn man sich so die Klamotten anschaut und sowas. Ich finde, es sieht ein bisschen wachsmäßig teilweise aus. Es ist hier zum Kaschieren, also dieser, was früher dann Blumen gewesen ist, das alles strahlt in der Grafik bei PS3 und 360. Ist hier, dass man so Lichtschatten und Nasseffekte dann dort hat. Wenn du das mal in den anderen Missionen spielst, wo die dann tagsüber oder im Morgengrauen und so weiter spielen, die haben natürlich dann nicht diese Schatten- und Glanzeffekte, da wirkt das in der Form ein bisschen runter. Dafür merkst du, dass, obwohl die Grafik eigentlich ziemlich geil ausschaut und auch alles flüssig und die Gesichter detailliert und so weiter sind, wenn jemand wie du, der einen echt guten PC hat und dann irgendwelche Spiele wie Crysis 3 auf vollste Stufe dann mit 60 Frames spielen kann, da gibt es doch noch schon einen kleinen Unterschied gegenüber dem, was man hier sieht. Würde ich jetzt sagen, oder? Ja, aber es sieht schon gut aus. Also. Es sieht schon sehr gut aus, speziell in den letzten Cutscenes, aber wenn dann die kaschierenden Effekte mit dem Regen und mit den Glanzeffekten drüber mal weg sind, merkst du, dass der Detailgrad an ein paar Stellen durchaus höher sein können. Dafür ist es wirklich Sandbox, open-worldig, keinerlei Ladezeiten innerhalb der Level und so weiter drin. Und das ist schon was komplett anderes gegenüber dem, was wir dann bisher bei Metal Gear hatten. So, ich werde das im Menü gleich einmal abbrechen, was hier startet. Wir haben nämlich eine Kassette von ihm bekommen. Und das sind weitere Kassetten, die man da hat. Warte mal. So, zu. Was man jetzt nämlich machen müsste, wäre die Kassette anhören und da sind akustische Hinweise, wo sich Paz Aufenthaltsort befindet. Oh, ich höre ein Auto, ich höre ein Tor. Ja, da habe ich erst gesagt, da wollte ich mich jetzt verarschen. Ich soll jetzt anhand von einem fahrenden Auto und von der wehenden Fahne erkennen, wo ich jetzt lang gehen muss, aber es ist relativ offensichtlich. Ja, dadurch, dass es eh nur einen einzigen Platz gibt, wo das sein kann. Aber sagt er das jetzt trotzdem, dass er das von der Aufnahme erkennt, auch wenn du es jetzt abgebrochen hast? Oder sagt er das dann gar nicht? Ich glaube, er würde das fast sagen. Ich habe das beim zweiten Mal dann abgebrochen. Beim ersten Mal habe ich die mir noch 2, 3 Mal angehört, bevor ich dann losgegangen bin. Ups. Aber das werden wir ja gleich rausfinden können. So, vorsichtig, da sind noch welche. Hier an der Seite mal vorbei. Hier, wenn wir ein bisschen Glück haben, da sehen wir. Wir können uns gleich mal ein bisschen reinschleichen in die. So, vorsichtig. Also. Ich leg mich. Leg dich hin. Hat er mich gesehen? Mm-mm. Nein. Also diese... Ach, Moment mal, fährt er dich jetzt? Ja, ja, er fährt mich. Ach, lustig, das habe ich nicht gemacht. Die patrouillieren sozusagen hier die ganze Zeit auf der Insel herum und hier ist das als Möglichkeit gelegt, oh, ich habe ein Auto gehört auf dem Tape. Ich springe einfach mal hinten in ein Auto rein. Das Auto fährt jetzt eine gewisse Stelle und ich sollte auch zeitnah abspringen. Warte mal, ich bleib noch mal kurz liegen. Weil du sonst entdeckt wirst? Ja, weil da gibt es... Obwohl, ich würde wahrscheinlich nicht, ja? Oder doch, wollen wir es mal probieren? Musst du wissen, ich habe es nicht gemacht mit dem Auto, ich bin einfach hingelaufen. Okay, ich probiere mal. Aber wenn wir oben sehen, jetzt speichert, das ist ein Checkpoint, wenn ich jetzt verlieren würde, Game Over haben würde, da würde ich wieder von diesem Checkpoint anfangen. Da ist übrigens die Fahne rechts, kannst du jetzt gar nicht mehr sehen, da sagt er uns auch, dass er die auf der Aufnahme gehört hat. Da sehen wir auch eine Überwachungskamera, da ist eine der Fahnen, die da sind. Und gleich hören wir auch das schwere Tor. Hier ist normalerweise ein bisschen schwieriger, das zu infiltrieren und ich musste dann mehrfach, oder man spielt diesen Part vor allem auch bei den Bonusmissionen, das Layout ist komplexer hier als sonst, bis ich Paz gefunden habe, das war ein bisschen Zufall. Das war mir kein Problem, ich bin da gut reingekommen, ich habe die auch gleich gefunden. Das Rauskommen war sehr viel schwieriger, meiner Meinung nach. Okay, dann gucken wir mal. Das ist schon mal sehr gut, weil sonst musst du mich hier irgendwie reinschleichen, dass man hier drüber reinkommt. Die sind aber auch sehr genau mit ihren Sicherheitskontrollen. Ja, sind sie. So. Ach ja, das Auto steht dann später auch hier, oder? Ja. So, und ich bin im Verwaltungsgebäude hier drin. Genau, das steht dann dort drüben. Sonst hätte ich einen Weg finden müssen, hier irgendwo reinzukommen. Jetzt mal gucken, ich bin auf der anderen Seite gegenüber. Paz ist hier im Untergrund versteckt. Hier gibt es noch eine Überwachungskamera auf der anderen Seite. Oder? Warte mal, da ist eine. Ja, die sind in der Ecke. Ja, die wechseln die Überwachungskameras auch manchmal zwischen Mission und der hier. Also ich weiß, dass die an verschiedenen Gebäuden mal dran war. So, vorsichtig. Da ist eine. Da ist eine. Da kann ich hier oben auf den Überwachungsturm rauf. Da ist eine, genau. Wenn ich die ausschieße, dann sagt er auch natürlich, oh, dieses Ding müsste eigentlich funktionieren. Da ist auch eine. Da steht auch einer. Der sieht mich zum Glück nicht. Okay, jetzt sieht er mich. Jetzt sehen mich beide. Let's go vor der andere Seite. So, hoffentlich steht jetzt hier keiner. Hier will man übrigens von der anderen Seite reinkommen. Mhm. So. Könnte ich hier hinten am Gebäude vorbei. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist natürlich fast schon die falsche Seite. Ich hätte lieber durch die andere rein gewollt. Ah, was man hier übrigens machen kann, ich weiß nicht, ob das mal angestellt ist, hier kannst du den Strom ausschalten. Oh, das habe ich auch nicht gemacht. Aber sowas ist halt nett, weil dann hast du halt einen gewissen Videospielwert und kannst du mal auf unterschiedliche Art und Weise angehen. Ja, das ist wirklich das Schöne dran, dass du dir aussuchen kannst, ein bisschen eben so wie GTA fast schon näher ist, ne? Du hast mehrere Möglichkeiten. Also die würden jetzt dann dorthin gehen und den Strom wieder einschalten, aber ich kann jetzt das mal in der Ruhe benutzen, um zu gucken, wie ich hier vernünftig durchkomme. Oh, da ist schon einer. Oh, da ist schon einer. Oh. Höre ich da einen Hund? Ah, okay. Das ist sehr Metal Gear Solid 1 mäßig jetzt dieses rein. Ja, das ist auf jeden Fall sehr. Es gibt eine Handvoll Stellen, wo du tatsächlich hier durchkriechen kannst. Aber hier komme ich nur... Ups, da. Steht da jemand drüber? Gucken wir mal. Suchlicht, ne? Ist das radioaktiv gerade, was so tup-tup macht? Ich weiß auch nicht, vielleicht geht auch nur unsere Technik kaputt. Das kann auch sein. Ah, das ist draußen auf der Seite. Okay, hier könnte man, wenn man von unten dann reingekraxelt ist, dann durch die Tür wieder rein. Okay, vorsichtig. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass nicht genau ersichtlich ist, welche Türen eigentlich aufgehen und welche nicht. Ja. Weil manchmal kannst du durch welche durchgehen und dann wieder aber auch nicht, obwohl die jetzt genau gleich aussehen und es vom Prinzip her keinen Grund dafür gibt. Das stimmt, ja. Es ist dann so ein bisschen Glücksspiel und du musst darauf achten, ob du... Erkenne ich, hinter der Tür ist da ein Fenster, wo ich durchgucken kann. Mhm. Okay, das ist nicht gerade vorsichtig, was ich hier mache. Das war nicht so gut. Scheiße. Verdammt. Nee, da muss ich doch von der anderen Seite durch. Schade. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass ich durch die andere Tür rein kann, weil da ist man gleich in der Nähe vom Pass. Mhm. Hier muss ich wohl doch den Umweg nehmen über die Elektronik. Die haben das auch gleich wieder eingeschaltet. Also ich kann das zwar dann wieder ausschalten, wenn ich wollen würde. Und so richtig enorm viel, außer dass ein bisschen... Upsa. Upsala. Das war aber viel Glück. Ach, komm, zack. Ist mir doch egal. Hast du mal jemanden befragt von den Typen? Ständig. Das kann man nämlich auch machen. Ja, die geben einem nicht nur Tipps, so wo ich dann hin sollte als nächstes, sondern guck mal, hier habe ich eine gute Stelle, kann ich die Leiche mal ein bisschen buxieren. Geben auch Hinweise, wo sich zum Beispiel Waffen befinden, mhm, oder die sagen, oh, dieser Part ist vermint, gerade du solltest ein bisschen darauf achten. Du solltest ein bisschen darauf achten? Also nee, die sagen nicht, du solltest ein bisschen darauf achten, das denkst du dir natürlich dann als Infiltrator. Da habe ich doch einen gesehen, oder? Da. Schwierig hier. Da ist der, sind so viele. Mhm. Komm, der befindet sich auf der Rückseite. Kommst du da rein durch die Tür? Ja, da ist ein Lagerraum drin, bei dem man noch mal ein paar Waffen findet. So, schnell, 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 schnell. Kann ich den hier eigentlich runterziehen? Glaube nicht. Also ich kann den jedenfalls bei einem Vorsprung wegziehen, wenn ich wollen würde. Aber da runterziehen, das klappt wohl nicht. So gebückte Haltung immer besser. Er dreht sich nicht um, er dreht sich nicht um, er raucht. Vorsichtig. Versuchen wir mal oben rüber. Ich hoffe, da patrouilliert gerade keiner. Was war denn das? Ja, die sind schnupfig da unten gerade. So, hier. Hättest du nicht da direkt reingehen können durch die Tür? Nein, die Tür ist leider keine richtige Tür. Hast du die Betäubungspistole eigentlich dabei? Habe ich, ja, aber hier... Ach ja, stimmt, ich habe ja meinen Schalldämpfer nicht mehr, ne? Stimmt, da sollte ich mal ein bisschen besser aufpassen. Scheiße, ich wollte... Upsa. Ups. Okay. Jetzt schnell rein. Eieiei. Okay, jetzt machen wir Action Jackson. Da habe ich das Gefühl, dass wenn man einmal hier unten drin ist, ist es relativ easy. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass immer wieder Gegner nachspawnen. Also ja. Dass sich nicht auf diese 40 Leute bezieht, sondern dass hier unten immer wieder Leute nachkommen. Es gibt die Möglichkeit, wenn dann richtig die Kacke am Dampfen ist. Also das ist hier eigentlich mein Ziel, wo ich jetzt noch nicht reingegangen bin. Genau. Aber ich probiere einfach mal... Genau das habe ich auch versucht und hier kamen immer wieder Gegner nach. Wahrscheinlich hast du jetzt Glück, dass du jetzt den Alarm schon wieder auf... Ich glaube, ich habe sogar tatsächlich Glück. Lost Sight. Okay, dann müsste es eigentlich jetzt gehen. Wo ich nicht Glück drauf habe, ich habe mir leider, man sieht's, an meiner kleinen Uzi dann den Schalldämpfer weggeballert. So, wir lassen die erstmal weggehen. Mensch, ich bin jetzt schon mal hier ganz runtergekommen, ich gucke mal nicht hinter diesem, diesem kleinen Kasten nach, wo man sich einfach da verstecken könnte. Ich schätze, dass bei Hard dann auch noch die ein bisschen näher, also wirklich dann konsequenter sind bei den ganzen Geschichten hier. Theoretisch könntest du ihn jetzt auch packen von hinten. Könnte ich auch machen, ja, komm. Zack. Ist da noch einer gewesen? Der ist schon weggegangen. Achso, es sah jetzt gerade nochmal so aus. Oder? Kommt da noch einer? Nee, ist glaube ich keiner mehr. Okay, dann lass uns da mal reingehen. Oh. Hä? Da ist noch einer. Ja, ich habe auch nicht alle markiert, die jetzt hier unten sind, aber normalerweise... Ach, da, warte mal, da hinten. Siehst du, jetzt kommen nämlich doch wieder welche nach. Ja, aber es sind welche, die nicht neu hinzugespawnt sind, sondern die sind doch markiert. Das heißt, das sind welche, die sich hier auf der Basis schon befunden haben, die ich vorher schon mal gesehen habe. Du meinst, es ist jetzt nur zeitbasiert, dass sie irgendwann aufhören? Ich denke auch, ja. Es dauert hier einen kleinen Tacken länger als jetzt bei den alten Metal Gear Solids, weil dort hat es ja auch konkret die Leiste. Stimmt, ne? Ja. Der Überwachungsmodus, das. Es ist schon alleine sehr hilfreich, nützlich, dass ich den ganzen Funkverkehr von denen mithören kann, dass ich dann weiß, wann sind sie nicht mehr da, wann sind sie so. Das wäre um einiges härter, wenn man das nicht mehr hätte. So, jetzt müsstest du da reinkommen. Ja. Die 10 Minuten Durchspielzeit habe ich nicht ganz richtig hinbekommen, oder? Liebe Regie? Nee, ich glaube, gefühlt spielen wir schon 2 Stunden jetzt. Ja. Wie viel spielen wir denn schon? 43 Minuten, würde ich sagen. 37, ja. Ich wollte 38 sagen. Da stand ja noch einer rum. Ich habe da was gesehen, sagt er gleich. Na toll, Gregor. Nein, er hat mich noch nicht entdeckt. Ein bisschen CQC mache ich dann. Close Quarters Combat. Das haben sie auch mit dem 3. Teil eingeführt, oder? Kannst du sagen? Ja. Das hier ist aber ein bisschen weniger komplex. Du machst eigentlich alles nur über die R2-Taste, die du entweder mit dem Stick zu dem Gegner hin zum Greifen oder so zum Hauen dann verwendest. Dreh dich nur einmal um, du Wichser. Auch er guckt nicht hinter der Kiste nach. Ja. Guck mal, das ist ein Dunstkreis. Irgendwo da in der Richtung habe ich was gesehen. Ha. Was hier leichter ist als bei den alten, die melden sich zwar jetzt hier ab, ich habe nichts gesehen, alles gut, ich gehe jetzt wieder zurück. Bei den alten Metal Gear Solid, wenn du sie getötet hast, bevor sie sich zurückgemeldet haben. Stimmt. Dann haben sie nochmal extra Wachen geschickt. Das ist hier nicht so, ne? Der kann sagen, ich gehe mal nachgucken, ich erledige ihn. Nichts kommt auf normal. Ja, stimmt. So, jetzt aber. So, ich muss einmal warten, bis... Ich bin blöd. Das schneiden wir raus aus dem Video. Nein, das gehört... Das 3. Mal jetzt. Das ist das Erlebnis Metal Gear. Zulu 7 war das doch vorhin und nicht Zulu 10. Aber kein einziger Game Over bisher, ne? Das stimmt. Lass mich raten. Der kommt jetzt bis hierhin. Den bringe ich um gleich. So, Sieg. Arschloch. Dem hast du mal gegeben jetzt. Ja, das hat er verdient. Vielleicht wird das dann einfach auch die Stelle, wo dann in dem Video hier einfach vorgespult wird zur Benny Hill Musik. Ich denke auch, ja. Klack. Wir tun jetzt noch so, ich sag jetzt, komm, wenn wir noch warten, erzähle ich die Geschichte, warum Trantrant heißt. Oh ja. Und jetzt an der Stelle wird es später dann angespeedet. Das ist sehr gut, du hättest aber es jetzt nicht ankündigen sollen. Jetzt tun wir einfach so, als würde ich weiterreden und würde erzählen, warum Trantrant heißt. Echt? Und so. Trant heißt ja, so deswegen? Ja. Alter. Krass, oder? Ich hätte das nie erwartet. Ja, das ist echt unglaublich. Das werde ich nie wieder erzählen, diese Geschichte. Das war jetzt nur einmalig. Ich bin auch sehr froh, dass ich zugehört habe, das Geheimnis. Dass es endlich gelüftet wurde. Aber hättest du auch nicht gedacht, oder? Schon hätte eine crazy Geschichte. Absolut nicht gedacht, ja. Da kommt man noch wirklich nicht drauf. Wenn mich jemand danach fragt, irgendwann habe ich angefangen, einfach Geschichten zu erfinden. Ja, zwischendurch. Und da gibt es so viele Geschichten, aber die echte Story, da kommt dann einfach kein Mensch drauf. Ja. Das ist schon abgefahren. Das ist krass. Gut, jetzt sind wir noch keinen Deut weiter hier im Spiel. Wollen wir sagen, wir hören jetzt auf damit? Nein, Pass holen wir natürlich noch raus und machen unser Fazit dabei. Wir sind ja eh nur 5 Minuten vom Ende weg von hier. Also was ich sonst mache, ist, vielleicht kratzen wir, ich werde es versuchen fix zu machen, wenn ich nicht dann sofort gleich entdeckt, oder falls ich entdeckt werden würde, dass ich mit Pass einfach zum anderen Landeplatz laufe und da ist das Spiel eigentlich dann gesichert. Also, sobald ich mit Pass mal aus der Station raus bin, können die mich eigentlich nicht mehr erwischen. Doch. Ey, das gibt's nicht. Genauso ging es mir. Ja. Das ist wohl verhext hier gerade. Wo sind sie denn überhaupt von der Seite gekommen eigentlich? Ich glaube, die respawnen da einfach aus dem Nichts oben. Ja. Ich lasse die Leiche jetzt da liegen. Ist mir egal. Ja, als wenn jetzt nicht eh schon jeder wüsste, dass du da bist. Die wissen es nicht. Das sind nur Amis. So ein bisschen blöd. Ja, aber wenn du die Leiche jetzt da liegen lässt, dann entdeckt die, dann geht dir doch der Alarm gleich wieder an. Da vorne liegen eh noch 3 andere Leichen. So. Greif mit dem von hinten. Wenn du es schaffst. Ich hoffe, dass da jetzt nicht noch welche sind, die ich nicht sehen kann. Ja, leider keine mit Schalldämpfer hier. Das wäre zu gut. Death from above. Hey, ihr nervt. Ne, ganz klassisch. Wie beim letzten Mal. Ich lasse das so und gehe pissen und dann schaue ich mir die Cutscene an, wenn ich wieder zurück bin. Die Speedruns funktionieren hier dann ja meist, dass diese 2 Positionen sind die, wo man hauptsächlich hin muss, weil man weiß, wie man da hinkommt und ein bisschen des Glückes Schmied sozusagen ist und nicht so getroffen wird von den anderen Gegnern. Greifen, ablegen, fertig aus, 10 Minuten durch. Das stimmt. Ich frage mich, was passiert, wenn man Paz vorher rettet. Vor Chico. Geht das überhaupt? Laut den Trophäen, die man sich angucken kann oder die man dann bekommt, ist das schon ausgewiesen, dass man einen von den beiden zuerst retten muss. Okay. Na, also kann es durchaus sein, dass du auch mit Paz vorher dann nimmst, aber ich glaube nicht, dass das Spiel dann schon zu Ende ist. Dann musst du Chico eben retten und dann fliegt ihr gemeinsam da los. Bei der PS4 gibt es ja mittlerweile die Anzeige, wenn man sich die Trophies anguckt, wie viele Leute haben weltweit das erreicht. Und was ich sehr merkwürdig finde, die erste Trophy, wenn man einen der Gefangenen trifft, das, was wir bei Chico hatten, nach so gefühlt 5 Minuten Spielzeit, erreicht irgendwie eine Handvoll Prozent nur. 1 oder 2% irgendwie von den. Vielleicht ist das nur, weil das bisher so wenige gespielt haben, wo ich mir das gestern nochmal angeschaut habe. Ich hoffe, dass das dann mehr wird, aber also wenn man nicht mal die Gefangenen dann kommt und sich dann so viele Leute beschweren, das Spiel ist so kurz. Aber weißt du eigentlich, dass es im Spiel keine Platin-Trophy gibt? Habe ich gehört, ja. Die Begründung ist, weil es kein Vollpreisspiel ist. Stimmt. Für 40 € ursprünglich angedacht, das ist ja auch ein Budget-Game. Das war wahrscheinlich, Konami hat dann gemerkt, oh Mann, wir haben gar keine Platin-Trophy ins Spiel eingebaut. Ja komm, dann setzen wir den Preis einfach 10 € runter. Es gibt keine Special Edition oder sowas davon, weil ich hatte mal vor Urzeiten solche Bilderfleuchen gesehen, wo noch eine Figur mit bei ist. Und alles Komisches. Da hätte ich mich verarscht gefühlt als Serie, ne? Zahlst irgendwie deine 70, 80 € für die Special Edition mit Figur und Soundtrack und so weiter. Ja, generell, während wir jetzt hier schon eine halbe Stunde warten, dass du die Frau mal aus dem Dings holst, wir könnten auch nochmal drüber sprechen, ob der Preis jetzt angemessen ist oder nicht. Also in unserer Branche habe ich natürlich immer die Befürchtung, dass wir, oder zumindest, dass ich das vielleicht nicht von normaler Käufersicht aus sehe, weil wir bekommen sowas ja als Testmuster dann zugeschickt. Na, und da kann ich sagen, hey, ich habe wirklich etliche Stunden Spielspaß damit gehabt. Also für mich hat es sich eigentlich rentiert, aber wenn ich jetzt bedenke, ich hätte 30 € dafür bezahlt. Na, da finde ich, das ist es, trotz der offenen Spielwelt, trotz, dass du dich viel da austoben kannst, du könntest theoretisch x-fach die Mission nochmal machen, auch schwer versuchen, noch mehr Punkte rauszubekommen, die Leaderboards dann online dich vergleichen mit anderen Leuten da machen, da kriegst bestimmt deine 40, 50 Stunden raus, wenn du es drauf anlegst. Nur ganz konkret, um einmal den Geschmack zu entwickeln, bei Metal Gear Solid 2 fand ich es cool, damals beigelegt bei Zone of the Enders, hier finde ich 30 € ist doch arg too much. Yeah. Ja, ja, ich sehe es genauso. Ich glaube, wenn man echt ein Riesenfan ist von Metal Gear, dann kann man das schon machen. Aber gefühlt hätte ich sagen können, die hätten ruhig alle Versionen für 20 € verkaufen können. Und wie gesagt, die haben den Preis ja jetzt schon runtergesetzt. Ursprünglich sollten die Retail-Versionen Next Gen 40 sogar kosten. Das wäre kompletter Wahnsinn. Also 20 € finde ich schon okay. Ich bin aber auch so jetzt nicht enttäuscht davon. Ich finde es nur einfach halt ein bisschen zu teuer für eine Demo. Willst du jetzt eigentlich nochmal gucken? Die haben gerade gesagt, die haben die Suche abgebrochen. Die haben die Suche abgebrochen, genau. Aber das letzte Mal habe ich das auch gemacht. Die haben die Suche abgebrochen. Und dann bin ich hier dran vorbei. Yay! Endlich. Ja, ist sie schon gestorben jetzt mittlerweile. Ja, mittlerweile gestorben auf der Laderampe ist sie dann. Ja, ich hätte mich anders gefühlt, wenn ich wirklich jetzt 30 € im Laden bezahlt hätte, jahrelang drauf gewartet, gefühlt. Ne? Vielleicht weiß ja auch jemand, der das Ding jetzt nicht kauft, dass es nicht das richtige Metal Gear Solid 5 ist. Es steht nirgendwo was vom Prolog drauf. Das ist echt problematisch. Es hat einen anderen Namen, also Ground Zeroes und Phantom Pain. Es ist nicht so eben, dass da Demo drunter steht oder die erste Spielstunde und so weiter. Selbst die Gran Turismos waren ausgeschrieben. Ne? Das ist der Gran Turismo 4 Prolog, der 5 Prolog, für das man Geld ausgeben konnte. Ich lese hier gerade, es dient als Bindeglied zwischen dem linearen Spielverlauf existierender Titel und dem freien Open-World-Prinzip von The Phantom Pain. Ja. Von dem, was ich in den Trailern von Phantom Pain gesehen habe, da wird es ja dieses, so wie bei Rambo 3, dieses afghanische Sträflingslager oder was auch immer dort geben oder so Rebellenlager. Da gibt es ja eine dicke, fette Sequenz in Rambo 3, wo Rambo in Afghanistan in diesem Lager dort ist. Und ich glaube, das wird das analog sein zu dieser Gefängnisinsel, die man hier hat. Okay. Ja, dass man sich dort richtig austoben kann. Ich mag ja nicht so gern Open-World-Spiele. Ach, ich mag die ganz gerne, tatsächlich. Also ich mag Sachen, die nicht anstrengend sind, so wie Prototype oder Infamous. Aber so Spiele, wo man immer arbeiten muss, wie hier, da mag ich es eher, wenn die linear sind. Die sehe ich mehr als... So, und jetzt, da bin ich so oft draufgegangen, jetzt bei dem Versuch, die zu dem blöden Helikopter zu bringen. Ja, das sehe ich mehr als Superheldenspiele, tatsächlich. Was, Metal Gear? Nein, nein, die Prototypes und die Infamous. Ja, aber und trotzdem haben die ja eine Open World. Das haben sie, ja, ja. Aber dadurch, dass du dort irgendwann, du musst dich ja nicht verstecken oder so irgendwie in der Open World, sondern dass du zum Spielgegenstand wie hier wird, dass von überall Augen drauf schauen können und Kameras wie hier oben da sind, ne? Dann ist das ein ganz anderes Erlebnis, was du dann hier hast. Na, bewegt sich die Kamera mal? Jetzt bewegt sie sich, ey, du Drecksding. So. Ihr Kopf steckt in der Wand. Ah, Clipping. Jetzt ihre Füße. Mensch, die Leute, die Kameras entwickelt haben, an toten Winkel haben sie nicht gedacht. So. Der Typ steht dort drüben. Ich bin so gespannt, wie du jetzt gehen wirst. Ja? Ich habe es halt irgendwann geschafft, einfach mit der Brechstangenmethode, dass ich einfach gerannt bin und in Kauf genommen habe, dass ich ungefähr 87 Mal getroffen werde unterwegs und sie dann einfach in den Helikopter geworfen. Ja. Das Beste wäre, wenn ich jetzt wirklich noch meinen... wenn ich jetzt wirklich noch meine Schalldämpferwaffe gehabt hätte. Ja, weil du kannst ja jetzt einfach mal gar nicht schießen, ohne dass du gleich einen riesen Aufstand verursachst. Ich hatte zumindest noch die Pistole mit den Tranquilizer-Darts, die noch leise geschossen hat. Das wäre sehr hilfreich, dass ich von hinten denen wenigstens eine reinzimmern kann. So, hoffen wir aufs Beste. Wo ist er, wo ist er? An am Boden. Okay, der sieht den da hinten. Kannst du nicht einen Helikopter rufen? Nein. Nee? Nee, nicht hier. Moment, was machst denn du jetzt? Das wollte ich auch machen, das hat bei mir nicht funktioniert. Ich fahre mit dem Auto einfach weg. Oh, das ging bei mir nicht. So, das wird natürlich jetzt... Da hat mich der Typ da oben gesehen. Ach, das ist mir jetzt egal. Ups. Gleich verschissen. Okay, wie komme ich denn hier am besten runter? Das ist halt, das muss man in Videospielen einfach. Man muss instinktiv die Leute sofort überfahren. Das geht gar nicht anders. Weißt du noch, damals bei Driver auf der Playstation 1, nein, die Leute wollen bestimmt niemanden überfahren. Lasst uns in letzter Sekunde wegsprengen. Mhm. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja, alle drei, super. Ach, ein großer Spaß. Ja, okay, wenn ich gewusst hätte, dass man auch mit dem blöden Auto fahren kann, hätte ich es auch schneller geschafft. Ja, aber ich habe es nie mit dem Auto gemacht, tatsächlich. Ach du Scheiße. Alter. Falscher Weg. Aber ich bin doch mit dir weggefahren. Das ist doch das Richtige, oder? Ich wollte eigentlich zum Anfangspunkt, wo ich eingestiegen bin mit der Insel, aber ich bin falsch abgebogen hier gerade. Jetzt fängst du mich wieder in der Zelle an. Ich fange... Nee. Nee, doch nicht. Ich fange... beim Auto an. Fährst du jetzt nochmal? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Das war ja nur eigene Dummheit. Und nicht achten, wo ich mit der Karte dann drauf bin. Es gibt auch einen Modus, dass man dieses Menü zuschalten kann und dass du dann die Karte permanent eingeblendet hast. Ja, das fand ich ein bisschen irritierend. Ja, vor allem, weil du dann sonst nichts machen kannst. Doch, du kannst auch einen Modus einblenden, in dem du dich bewegen kannst. Ja. Ach, das geht auch? Also ja. Bewegen weiß ich, aber du kannst zum Beispiel keine Waffe zücken. Ach so, ja, falsch. Das habe ich lange nie ausprobiert. Kannst du nicht durchfahren durch das Tor? Nee, das ist auch das Falsche. Ich muss hier runter, nämlich. Sonst sind wir wieder out of bounds. Dumm. Ich würde lachen, wenn du jetzt genau den gleichen Weg nochmal fährst. Nee, ich habe jetzt das hier. Und eigentlich das wäre der Weg, den ich gelaufen wäre. So ein bisschen scheiße hier. Jetzt zieht das Auto ab. Was machst du da? Im Leben nicht. Okay. Paz, komm raus. Kamera super. Ja. Okay, das war nicht schlecht gemacht, Gregor. Ich gebe es zu. Es war sehr viel Glück. Es war die Holzhammer-Methode jetzt hier gerade, ne? Aber die Frage ist, ob du jetzt hier halt bleiben kannst, ja. Ohne dass die ganzen Typen jetzt da runterkommen. Gucken wir mal. Ruf doch mal den Helikopter an. Will ich machen. Hier ist es jetzt natürlich gefährlich, hohe Gefahr, weil ich gerade noch in der feindliche Verstärkung im Anmarsch. Das ist nicht schlimm, der Helikopter kann auch ein paar Schüsse ab. Das war bei mir auch so. Okay. Ich kill den noch nicht, weil dann spawnt kein weiterer nach. Ja, guter Punkt, aber der ballert auch irgendwann auf dich. Macht er das? Wo ist der Hubschrapp-Schrapp? Da ist er doch. Hubschrapp-Schrapp, ey. Hubschrapp-Schrapp gesagt jetzt, oder? Können wir das rausschneiden, bitte? Dann können wir es verdoppeln, besser gesagt. Du hast zumindest einen spektakulären Abgang gehabt jetzt hier. Ja, ist immerhin eine Sache. Ist ja doch wieder aufgestanden. So. Komm, Paz. Lohnt sich. So, was sind da nochmal die beiden verschiedenen Optionen, die man da machen kann? So. Welche Option meinst du? Ja, der zeigt dir ja zwei verschiedene. Ach, genau, du hast jetzt, glaube ich, nur Abladen ausgewählt. In den anderen genau, ich weiß. Vielleicht mit eingestiegen. Ich hoffe, dass ich damit eingestiegen wäre. Nicht, dass er sie dann runtergeschmissen hätte und dann... So. So eine Mission gibt es ja auch komplett als eine der Bonusmissionen, wo du nur so Call of Duty-mäßig im Helikopter ballerst die ganze Zeit. Das hier war auch ganz nett. Das war ganz nett, ja. Hat einmal... Also dafür, wir werden gleich den Abspann nicht hier sehen des Story-Modus. Da gibt es so eine Sequenz, wo ich Bock gehabt hätte, die zu spielen. Tatsächlich, wo da viel Explosion oder sowas dann stattfindet. Und das fand ich war zumindest eine kleine Entschädigung dafür, dass wir einen Bum-Bum-Abschnitt einmal haben, wo du richtig die Station in Schutt und Asche dann gefühlt legst. Wollte ja gerade hochladen, wie schlecht ich gespielt habe. Gleich als Video. Na gut, du hast 55 Minuten, brauchst du auch, okay. Ja, also mein Bestes im Normalspielen mit sich ordentlich Zeit lassen noch. Gestern war so bei 42 oder sowas, also da habe ich aber die Station vorher noch erkundet. Hast du schon mal A gehabt, mein Rang war B. B war mein maximales bisher auch, genau. Allzu gut ist es jetzt im Moment nicht. Das Fragezeichen da unten ist, glaube ich, dass man noch irgendwelche versteckten Sachen hier zusätzlich findet, wenn man die anderen Gefangenen noch rettet, die bei Chico nebenbei noch sind. Da ist anscheinend noch irgendwie ein weiterer Story-Part mit dabei. Ja, das wurde jetzt, kann man sich vorstellen, wenn wir mit dem Internet verbunden wären, hochgeladen ins weite Web. Das unsere tolle Leistung. Jetzt kommt noch was ziemlich Ekliges. Das fand ich ein bisschen überraschend, dass es, also, weil es so unerwartet auch kommt. Mich jetzt dann eher überrascht, das können wir... Also abgesehen davon, dass mich überrascht hat, dass sie überhaupt noch lebt. Das sowieso, ja. Dass sie danach sich auch für eine Zeit lang relativ frei bewegen kann. Wir haben gerade das hier, oder das, was jetzt hier gleich passiert, hat sie durchstanden. Ich glaube, jeder andere würde erstmal für 12 Wochen sich maximal mit dem kleinen Finger rühren können. Ich glaube auch. Na gut, wobei sie bewegt sich auch nicht selbst, oder? Doch, die läuft da rum dann gleich. Ach, hier also, jetzt? Ja, stimmt. Ja, vielleicht ist sie so auf Adrenalin dann. Das kann durchaus sein, genau. Aber es ist schon auch ein bisschen unnötig eklig jetzt so. Es ist, weißt du Fabian, Krieg ist immer. Das ist USK eklig. 18 auch das Spiel, oder? Kann es sein? Das ist 16 oder 18? Ab 18. Ist es ab 18? Ungeschnitten. Ja, wahrscheinlich nur wegen der Szene. Ja. Also für das, was ich erwarte, dass Phantom Pain nicht minder Szenen, wie diese hier drin haben. Ja, da gibt es ja diesen Krankenhaus-Trailer, der war ja damals auch schon recht explizit. Weißt du, wo man am Anfang nicht weiß, dass er das ist, der da liegt auf dem Tisch und dann kommen da diese Spezialeinheiten und es gibt dieses riesen Gemetzel. Das ist auch so ein bisschen die Brücke dahin jetzt, das Ende hier, oder? Zu dieser Krankenhausszene. Es ist alles, also wir werden jetzt auch unser Fazit, wir haben es schon ein bisschen vorweggenommen hier und da, aber nochmal hier fix machen, während die Cutscenes hier ablaufen. Alles, was man hier sehen kann, bis auf ein oder zwei Details, was jetzt hier Pass und so weiter angeht, wurde in den Trailern vorab gezeigt. Ne? Wie das Bindeglied in Richtung Phantom Pain dann funktioniert, wir wissen schon alle ganz genau, dass nach dem Ende von Ground Zeroes 9 Jahre vergehen werden, wo Big Boss im Koma liegt und dann aufwacht und der Doktor sagt, you've been in a coma for 9 years. Schocker. Vor allem, wie sie das auch überhaupt nicht überleben würde. Überhaupt nicht, ja. Keine Anästhesie, kein gar nichts, aber Big Boss hält ein bisschen fest. Und hier Chico, guckt zu. Aber wie groß das Ding auch ist. Das stimmt. Ja. War aber, also natürlich hat sie eine Bombe drin, ist doch klar. Natürlich. Natürlich hat sie eine drin. Und hier nicht mal gucken, ob da irgendwie ein Kutter unten ist oder irgendwie sonst was. Vielleicht ist auch eine PlayStation 5 drin, aber gleich mal rausgeworfen. Also die hat die zur Sicherheit, auch wenn eine PlayStation 5 drin gewesen wäre, lieber raus, um auf Nummer sicher zu gehen. Nur stell unten vor, unten ist so ein Fischkutter, der da gerade irgendwie... Was ist denn das da? Mir doch egal, ich bin Big Boss. Ich habe sie gerettet hier. Ja, wir haben schon darüber gequatscht, ist es wert, die 30 €, ist es nicht wert. Ich habe meinen Spaß damit gehabt. Ich freue mich über die Updates, die hier spielmäßig drin sind. Auf normal fordert es einen noch nicht so ultra sehr heraus, aber man kann sich, glaube ich, gut daran gewöhnen, nicht nur storymäßig, wo das dann hingeht, sondern gameplay-technisch, weil da schon einiges anders ist. Das, was in Metal Gear Solid 4 angefangen wurde, mit richtiger Overshoulders-Steuerung und sich vernünftig daran begeben. Ich glaube, steuerungstechnisch wird man Phantom Pain nicht wirklich viel anlasten können. Ja. Ich stelle mir dann so Sequenzen vor, du bist ja auch im Pferd dann auch unterwegs, dass ich mich irgendwie unten ans Pferd schwinge und dann mich verstecke. Das wurde ja, glaube ich, sogar im Trailer gezeigt. Ich muss gestehen, dass ich bis vor kurzem noch dachte, diese Reizszenen, dass das aus Ground Zeroes alles gewesen wäre. Ich hatte es nicht auf dem Zettel, dass das aus Phantom Pain ist. Ich hatte auch ein bisschen darauf gehofft, dass da noch mehr kommt. Ich dachte tatsächlich auch, dieses afghanische Camp oder zumindest was es da darstellen soll, das wäre der Spielplatz von Ground Zeroes gewesen. Ja. Na, aber nicht, dass es hier eine weitere Gefängnisinsel und so weiter ist. Hier zumindest, wir sehen das Heim der Soldaten ohne Grenzen. Mhm. Da stimmt was nicht so ganz, ja. Die Bohrinseln brennen. Ich dachte die ganze Zeit auch hier jetzt nochmal, ja, wann kann ich jetzt wieder steuern? Weil du hast die ganze Zeit, denkst du so, ja, okay, jetzt muss ich gleich hier nochmal selber ballern oder irgendwas machen. Eigentlich schon, das ist die Sequenz, die ich gerne hätte spielen wollen. Ja, wobei die mich ein bisschen sehr an das neuen Call of Duty gibt es auch sowas, oder das Battlefield, ich weiß nicht mehr genau, auf so einer brennenden Plattform. Was sehr, sehr ähnlich ist. Zumindest ist wahrscheinlich mein Gamertum als nicht-Call of Duty-Spieler. Für mich wirkt das jetzt im Kontext von Metal Gear auch nicht so verbraucht, dieser Look jetzt hier. Also ich habe mich darüber gefreut, das sieht visuell echt hammermäßig aus. Hier passt, finde ich, auch die Shaky Cam ganz gut dazu. Dadurch, dass es überhaupt nicht ruckelt bei den 60 Frames. Also rein so viele Explosionen, Partikeleffekte und alles drum und dran. Da finde ich eher enttäuschender, wenn die Sequenz vorbei ist. Da wird ja so ein kleiner Blick auf Phantom Pain da nochmal gezeigt. Und du siehst dann die Kompressionsartefakte. Die Auflösung ist ziemlich niedrig von dem Video. Es ist ein bisschen schade dafür, dass der visuelle Eindruck immer sehr gut gewesen ist. Und so groß ist das Spiel ja auch nicht. Jetzt installiert so knapp 4,5 GB. Und auch die Download-Versionen sind so groß. Also Kojima, du hättest noch ein bisschen mehr Platz auf der Disk gehabt, da noch ein bisschen mehr daraus zu holen. Oh nein, meine schöne Station. Weil man sagen muss, hey Big Boss, das ist eine Gruppe von Söldnern. Ihr ermordet Leute für Geld. Da brauchst du dich nicht wundern. Also das ist jetzt dieser Master Miller, sein Mentor. Also der Mentor von Solid Snake. Ja, stimmt. Der taucht ja auf in... Warum ist der nicht eigentlich dann schon viel älter? Er ist schon viel älter. Er trägt nur immer seine Signature-Sonnenbrille drüber, damit man die Krähenfüße nicht sehen kann. Ja, okay. Und bei Metal Gear Solid 1 war er vor allem auch dann als Zeichnung nur da. Ne? Das heißt, Moment mal, er ist ja gar nicht in Metal Gear Solid. Nee, Metal Gear Solid ist es nicht. Also da bin wir jetzt ein fast 20 Jahre alt. Metal Gear Solid 1 darf man schon mal spoilern, aber das ist er ja gar nicht. Also Kazuhira Miller oder Nancy später McDonald Miller ist einer der Ausbilder von Solid Snake gewesen in den 2000ern. Und bei Metal Gear Solid 1 ist es einer deiner Codekontakte, der dir so Kampftipps und so weiter gibt, wo es sich dann herausstellt, so 3 Tage bevor Metal Gear Solid 1 angefangen hat, wurde der richtige McDonald Miller oder Master Miller hier umgebracht von Assassinen. Und Liquid Snake übernimmt dann seine Rolle, indem er sich die Haare nach hinten geht und die Brille anzieht. Ist aber auch nicht der gleiche Sprecher noch jetzt hier, oder? Das weiß ich nicht tatsächlich. Also von den Hauptsprechern wurde zumindest, ich weiß nicht, ob der bei Metal Gear Solid 1 der gleiche gewesen ist, ist der Liquid-Sprecher, der beide gesprochen hat. Der hier müsste der gleiche sein, der bei, Gott, wie heißt er nochmal? Peace Walker. Metal Power wollte ich sagen, aber das stimmt ja alles nicht. Der Peace Walker-Sprecher und zumindest die Liquid-Stimme erkennt man dann wieder. Dieser Satz gleich, ein bisschen komisch. Okay, give it back. Wieso sagt er das zu Big Boss Dolls? Ja. Es ist mehr so ein allgemeines, gib uns unsere Station zurück, ihr bösen Leute. Anscheinend gab es, das war so nebenbei in Codec-Information noch gesagt worden, eine Inspektion von der UN oder irgendwie sonst was auf der Station, während diese Mission stattgefunden hat. Wahrscheinlich war das so ein Ablenkungsmanöver, dass da die Bohrinsel, wo sich die Soldiers Without Frontiers befinden, dann kaputt geht. Es ist in der Tat ein bisschen albern, dass sie jetzt da gerade aufsteht. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, dass es so unsinnig ist. Und auch, es sei denn, vielleicht sind die auch 3 Wochen dahin geflogen jetzt. Das kann sehr gut sein. Ja, das kann sehr gut sein. Ja, das ist komprimiert worden. So. Natürlich ist da noch eine Bombe. Mit meiner Fufu. Also Gregor. Du weißt nicht, was Fufu ist? Du kannst alles demontieren. Wer Glück, dass das Timing so gepasst hat, dass sie genau im Sprung nach unten die zweite Bombe, dass sie losgeht. Weiß auch niemand, wer oder warum oder wie diese Bombe jetzt ausgelöst wurde. Also ja. Zeitschaltuhr hätte ich gedacht. Ja. Die hätten einfach mal hören müssen, wo die Eieruhr läuft. Na, und dann die Eierstockuhr. Die Eierstockuhr, tatsächlich. Ja, aber das war's und jetzt sehen wir Trailer-Gedöns, was wir schon kennen. Das stimmt. Sozusagen. Ein bisschen, ach Gott, jetzt müssen wir noch Texttafeln dann davor machen. Warte mal, die überspringe ich einmal. Die Texttafel nur. Weil hier wird man dann auch die langen... Ja, ey, halt die Schnauze. Jetzt kommt der gleiche Song nochmal, der vorhin auch läuft bei der Szene, wo Skullface am Anfang zu Chico geht. Schon wieder Ennio Morricone. Ja, mit Joan Baez zusammen. Ja, eine bekannte Folk-Sängerin. So, Text, ich meine, alleine wenn du dir das schon durchliest, was da jetzt steht, das hast du leider schon weggedrückt. Da steht so viel Quark, den man nicht einordnen kann, aus Weltpolitik zusammengemischt mit dieser abstrusen Fantasy-Science-Fiction-Welt von Kojima, die er in seinem Kopf hat. Das ist ganz komisch alles. Was mich auch gewundert hat, die Daten, die dort ablaufen, es sind ja nicht mal Ereignisse, die zwischen Phantom Pain und Ground Zeroes passieren, sondern allgemeine Daten, die die gesamte Story betreffen. Mhm. Also auch der Zeit, die Zeit vor und nach Metal Gear Solid 5. Hier immerhin 60 Frames der Trailer, aber ein bisschen artefaktig. Das würden wir, glaube ich, aber eh nicht im Video sehen können jetzt hier, ne? Mit den 60 Frames. Nee. Also Videoplayer. Glaubt es uns, sieht cool aus. Wenn da überhaupt bewegte Bilder sind bei unserem Videoplayer. Das stimmt, ja. Man kann es ja auch mit 144p gucken zur Not. Kann man? Ich habe das Gefühl immer sonst so. Nee, klar, wenn man es übers Handy guckt, ist es so eh. Der funktioniert besser über Handy, der Player, habe ich den Eindruck, ne? Bei Android oder iOS? Bei Android zumindest. Bei iOS habe ich leider nicht die Vergleichsmöglichkeiten, aber damit kann ich flüssiger die Videos gucken. Okay. Sieht ein bisschen aus wie der aus Breaking Bad. Ich konnte jetzt nichts erkennen. Meinst du wie Walter oder wie der? Nicht Walter, Mike. Sondern wie Mike. Mike Ehrmantraut. Diamond Dogs. Diamond Dogs. 8 Millionen Leute dran gearbeitet an dem Titel. So, gut. Kommt jetzt noch eine Texttafel, kann man überspringen? Ne, da können wir es aber auch gleich hier dann dabei belassen. Ja, haben wir doch länger dran gesessen. Ja, als ein bisschen länger, dafür, dass wir es mal so eine halbe Stunde angucken wollten, weil du auch gesagt hast, in einer halben Stunde kannst du es zweimal durchspielen. Ich habe parallel erklärt. Gut. Aber dafür knallhart durchgenommen war das gerade. Können wir es knallhart durchgenommen nennen? Lass auf 18 Teile auf vielleicht. Lass es doch bitte nicht unter einer Runde mit, sondern sag knallhart durchgenommen. Metal Gear Solid Ground Zeroes. Ja, okay, das können wir vielleicht wirklich machen. Fände ich dann tatsächlich ganz lustig. Aber wie schon erwähnt, Missionen hätte ich jetzt die Option, noch die nicht 1000, aber so 5 andere dann zu machen, plus eine plattformexklusive Mission, die durch das Einsammeln bestimmter Abzeichen dann hier nochmal verdeutlicht wird. Man kann es bestimmt auf x-fach Stunden nochmal dann strecken, aber eigentlich war ich, oder ich glaube, der Großteil der Leute wird nach dem entweder gesehen und gespielten hier dann auch durch sein mit dem Titel. Ja, ich denke auch. Und wir sind, glaube ich, auch durch mit dem Video jetzt. Sind wir auch, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Du warst der Gregor. Du warst der Fabian. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.